Das ist das Eröffnungsszenario hier, der DS, des DS7 Crossback. Hier nacheinander wie Diamanten, wie in einem Ballett, drehen sich die Lichter, die Scheinwerfer hier, die Voll-LED-Scheinwerfer hier vorne, der DS7, die wir hier neben uns stehen haben, neben mir stehen haben. Und damit ein herzliches Willkommen zu Automativ.de. Mein Name ist Benjamin. DS7 Crossback, kein wahnsinnig neues Auto, aber hier rechts neben mir in Platinum Grey, in einer richtig schönen, zurückhaltenden, aber einer Farbe, die wirklich ein Statement setzt. Vor allem mit diesem großen Kühlergrill hier. Und was dieses Auto hier kann und wie das aussieht, das sehen wir jetzt. Ein mächtiger Kühlergrill hier vorne an der Front, das ist ganz typisch DS, dieses Haifischmaul von früher. Früher war es geschlossen, heute ist es offen hier in dieser Ausprägung in Hochglanzschwarz. Und auch dieser Diamantschliff, und der begegnet uns ganz, ganz häufig bei diesem Auto. Kaum ein Auto, was so konsequent einem Thema folgt, nämlich dem Diamanten. Angefangen von den Scheinwerfern hier vorne über den Kühlergrill und im Interieur ganz, ganz viele Elemente, die daran erinnern. Dazu später mehr. Ja, weil das Auto schon relativ lange auf dem Markt ist. Hier nur ganz kurz noch vorne stämmige Front. Der Kühlergrill ist eingerahmt hier durch ordentlich viel Chrom. Das macht es einfach ein bisschen hochwertiger, ein bisschen luxuriöser, ein bisschen wertiger. Und wir haben hier für das brachiale und monströse Auftreten dieses doch relativ Midsize-SUV hier ausladende LED-Leisten hier an den Seiten, die schwungvoll, ähnlich, ganz bisschen ähnlich wie beim VW Golf GTE, erinnert es mich so ein bisschen, oder beim Passat GTE hier, sich formieren. Ja, wenn wir mal unter die Motorhaube schauen, denn da schlummert ein Dieselmotor, und zwar der gleiche Dieselmotor wie im Peugeot 508 hier auch, nämlich der 2 Liter 177 PS starke Diesel mit 400 Newtonmeter, und der kommt immer serienmäßig an eine 8-Gang-Wandlerautomatik. Ja, ein bisschen dreckig hier drin, aber schön aufgeräumt, und man verzichtet ja immer mehr auf die Motorabdeckungen, sondern lässt alles offen. Schaut ordentlich aus, schaut aufgeräumt aus, muss man jetzt aber auch nicht mehr weiter erwähnen. Ja, wenn wir dann an die Seite mal weiter gucken, haben wir hier wunderschöne 20 Zoll ausladende Felgen hier. Die sind optional, kosten 1.500 Euro Aufpreis. Die 19 Zoll kosten 500 Euro Aufpreis, und die 18 Zoll, die sind serienmäßig. Bei der B-Chic-Version hier, das ist die zweitunterste, es gibt die Chic, die B-Chic und dann Business und dann nochmal eine Performance-Version. Hier in der B-Chic sind die 20 Zoll Räder 1.500 Euro Aufpreis. Die sind schön, sind glanzgedreht hier an den Seiten, machen richtig was her und passen einfach auch sehr gut zu dem Gesamtbild hier. Apropos Preise, wenn wir da schon bei dem Thema sind, wenn wir Preise ansprechen, das Auto kostet in der Grundausführung 31.000 Euro. Wie es aber hier steht als Testwagen, wenn man sich das durchkonfiguriert mit allem, was er hat, mit dem Panoramaglasdach, mit den ganzen Assistenzsystemen, die wir gleich noch sehen werden, da sind wir dann schon bei 53.000, 54.000 Euro, was schon ein ordentlicher Preis ist, aber das ist dann auch top of the line. Mehr geht in diesem Auto und in diesem Segment dann eigentlich auch nicht mehr wahnsinnig mehr. Ja, hier unten haben wir SUV-typisch, hier mit zwar nur Frontantrieb, aber SUV-typisch auch eine Kunststoffbeplankung hier an den Seiten und eine großzügige Chromumrandung mit einer Dachreling, die das Ganze auch noch ein bisschen stämmiger machen. Jetzt ist mein Liebling aber hier am Heck, finde ich richtig schön, die Heckleuchten, vor allem auch diese DS-Logos hier immer überall an dem ganzen Auto, das Citroën, die Muttermarke quasi des Konzerns, das richtig schön konsequent immer durchzieht mit den DS-Logos. Auch hier hinten wieder sehr selbstbewusst und mit einem Schriftzug hier hinten Crossback. Das sieht richtig, richtig gut aus. Aber auch hier haben wir diesen Diamantschliff hier wieder in den Heckleuchten. Und ich versuche gerade mal mit meinem Schlüssel hier nochmal das Licht anzumachen, was gerade nicht funktioniert.
Nee, leider nicht. Aber hier sieht man auch dieser Schliff, der spiegelt das Licht extrem schön wieder und das sieht auch wieder so aus wie ein Diamant. Und das ist alles noch mit Chrom umrandet, dass es nochmal mehr spiegelt und nochmal mehr Extravaganz darstellt. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht und auch sehr schön ist der Heckabschluss hier unten mit einem leichten Diffusor angedeutet, auch in Kunststoffplankung. Zwar unechte Endrohre, aber immerhin sieht das richtig, richtig gut aus. Vor allem auch mit dem vielen Chrom, da passt es bei so einem Auto, der es mit Diamanten spielt, da passt dieses Chrom, dieser Nutzwert von Chrom richtig, richtig gut. Nicht ganz unwichtig der Kofferraum, der auch noch kurz angesprochen sein soll. 555 Liter haben wir hier drin, das ist erweiterbar auf 1750 Liter. Und die Rücksitzbank, die ist hier ganz einfach umlegbar mit diesen zwei. Die kennen wir ja schon von anderen Fahrzeugen, das ist nichts Besonderes mehr. Schöner Stauraum hier, der ist relativ quadratisch und die Öffnung vor allem, die ist sehr breit. Nicht nur allein die Kofferraumöffnung, sondern auch die Öffnung hier an den Seiten. Was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ist die relativ niedrige Heckklappe hier hinten, wo ich ein bisschen dran stoße hier. Als Großgewachsener, ja, da reicht es nicht ganz, aber immerhin ist sie optional auch elektrisch hier bedienbar. Rückfahrkamera ist natürlich auch optional an Bord. Ja, wenn wir jetzt wieder zurückkommen hier an der Seite, an der Flanke hier wieder vorbeilaufen, wirklich auch schön gemacht mit Opera-Ausführungen, werden wir gleich nochmal dazu kommen. Opera bezieht sich auf eine berühmte französische Oper in Paris, auf die Innenausstattung allerdings, nicht am Äußeren. Das ist das einzige Symbol, das einzige Logo, was darauf hindeutet, welche Ausstattungsvariante man im Inneren gewählt hat. Ja, zu den Motoren nochmal, welche nochmal hier verfügbar sind. Ein 225 PS starker Benziner ist noch verfügbar und ein 130 PS starker Diesel. Ansonsten gibt es jetzt in sehr naher Zukunft, ist gerade in der Homologation ein 300 PS starkes Monstrum, ein DS7 Crossback mit einem Hybridantrieb, also mit einem Elektromotor auf der Hinterachse. Da bin ich richtig gespannt auf das Auto. Und das wird wohl bei 55.000 Euro anfangen. 300 PS, das macht schon Lust auf mehr. Schauen wir ins Interieur. Der DS7 Crossback hier, der basiert ja auf den Konzernbrüdern. Opel Grand and X ist jetzt auch dabei, auch Peugeot 5008, 3008, das alles. Und was auch wichtig ist, dass bei so einem hochwertigen Auto, höherwertigen Auto vor allem, etwas schon luxuriöseren Auto, auch die Qualität an den Türen stimmt. Und das passt hier deutlich besser als beim Peugeot 508, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Aber das ist schon relativ wertig hier, wenn man diesen Sound hier an den Türen deutlich kennt. Und hier haben wir jetzt leider die Rückenlehne von dem Vordersitz nicht ganz auf der B-Säule gestellt, weil die automatisch zurückgefahren ist, als wir gerade an der Sitzverstellung rumprobiert haben. Aber was cool ist, man kann den Sitz hier auch verstellen, die Lehne hier hinten. Das hat auch schon wieder so Oberklasse-Charakter, wie beim Panamera oder wie bei den absolut Top-Limousinen. Kann man steil stellen, als auch ein bisschen nach hinten. Dauert ein bisschen, aber dann kann man sich ja auch ein bisschen entspannen und mit dem Panoramadach, was wir hier drin haben, auch den Sternenhimmel oder den Wolkenhimmel anschauen. Ansonsten hat man hier eine feine Verarbeitung. Da ist schon das Opera-Interieur, diese Option, die 7.000 Euro, kostet über 7.000 Euro mit den feinen Ledersitzen hier auch in dieser trapezförmigen Narbung. Ist richtig cool, richtig schön gemacht. Auch hier haben wir tolle Lederverarbeitungen, hier tolle Materialgüte. Lautsprecher sind hier auch optional, hier die Anlage sind ja auch drin. Und passt eigentlich richtig gut. Man sitzt hier schön. Wie gesagt, der Sitz, der sollte normalerweise etwas weiter vorne sein, weil so sitzt kaum ein Fahrer. Auch schönes Detail hier vorne. DS eingraviert in die Kopfstützen, in die hinteren. Alles diese kleinen Details hier, die das ganze Interieur einfach schön, einfach wohlig machen. Und nicht zuletzt, wenn wir mal schauen an die Schweller, auch wieder wichtig, gerade wenn man vorfährt mit einem relativ dreckigen SUV, wenn man vorher richtig schön gegraben hat, dann im Offroad, dann kann man hier, wenn man vor der Oper aussteigt, sich seine Schienbeine und seine Hosen nicht schmutzig machen, weil die Schwellerleiste überdeckt wird von der Karosserie, von den Türen hier. Richtig cooles Gimmick. Haben manche Autos, haben nicht alle Autos. Jetzt aber ganz wichtig hier vorne.
Das ist das absolut Wichtigste hier, nämlich das Cockpit hier, weil fahrerorientiert. Hier mache ich mal die Zündung an. Dann haben wir ein digitales, virtuelles Cockpit hier vorne. Gibt es auch bei anderen Konzernmarken natürlich, aber auch hier, auch im Peugeot 508. Da haben wir das ein bisschen anders gelöst gehabt. Da hat es ein bisschen nach oben versetzt, ist es nach oben versetzt gewesen. Hier haben wir das nicht. Hier haben wir aber auch trotzdem kein virtuelles Display hier vorne, was in die Scheibe rein projiziert. Kein HUD. So. Hier in der Mitte, das fällt richtig, richtig auf. Unter dem wirklich monströsen Display hier haben wir wieder diese Feinschliff-Optik, die sich dann in dieser ganzen Mittelkonsole hier fortsetzt. Und der Wählhebel, der kommt uns wieder bekannt vor, nämlich der ist aus dem Peugeot-Konzern, klar, PSA-Konzern aus dem Peugeot 508, ganz genau der gleiche, an dem man sich hier wieder manuell vergreifen kann und mit den feststehenden Pedals, die auch im 508 sind, auch wieder schalten kann. Ja, Lenkrad liegt gut in der Hand, ist groß, gefällt mir deutlich besser als bei Peugeot. Das ist wirklich großzügiger, passt auch natürlich besser zum SUV. Da hätte ein kleines Lenkrad natürlich nicht so gut gepasst, aber sieht gut aus. Die Verarbeitung ist super, ist auch mit Leder bezogen, ist alles richtig gut. Und selbst hier oben, diese kleinen Details, die wir hier haben, sind auch schön ausgeformt, entweder in Trapezform oder in Diamantoptik. Könnte man sich überall vorstellen, ja, okay, das passt, mit Klavierlack ummantelt. Das ist einfach ein konsequentes Konzept, was hier auch im Interieur designt wird. Hier oben noch ein kleines Gimmick der Opera-Version. Neben dieser Plakette, die dieses Interieur hier, dieses Interieur-Design-Paket auszeichnet, ist diese Uhr hier vorne, die automatisch ausfährt und ausklappt. Das passt auch. Und was richtig gut ist, sind die Ablagen hier. Wir haben hier nichts beim, wir haben hier keine Ablage unterhalb dieses Armaturenträgers, sondern wir haben hier die Ablage, mit der die oben sich oben öffnen lässt. Und dahinter verbirgt sich auch wieder eine induktive Ladestation. Die ist optional, aber lohnt sich, kostet glaube ich 150 oder 200 Euro Aufpreis. Ja. Und dahinter, da verbirgt sich hinter diesen ganzen Fensterhebern und was man sich hier alles noch bedienen kann, der Drive-Mode auf der rechten Seite, also zwischen Komfort und Sport kann man hier schalten, werden wir gleich noch sehen. Adaptive Dämpfer sorgen dafür, dass man entweder sportlich oder komfortabel unterwegs ist und wir haben auch ein Ablagenfachpaket hier, das ist ganz, ganz tief, da kann ich meinen ganzen Arm reinpacken, da kann man richtig, richtig viel laden und es geht auch ein bisschen unter diese Cupholder hier, das ist richtig gut gelöst. Ja, der Sitzkomfort, man sitzt hier gut drin, die Sitze halten einen erstaunlich gut für ein SUV und das braucht man hier auch, denn das Auto, das schwankt schon ein bisschen mehr als Opel und ein bisschen mehr als der Peugeot 3008, 5000 und die beiden Autos jedenfalls. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir fahren noch eine Runde. Und weil es so cool ist und weil es so praktisch ist, dieses Fach hier unten, allein wie sich's öffnet hier, richtig cool, zweiteilig und ich kann meinen gesamten Arm da hier verstecken, kann da richtig, richtig was laden. Leider kühlt es nicht, sonst könnte man seinen Shampoos kaltstellen. So, ich saß hier ganz, ganz lang in diesem Auto und habe nicht gewusst, wie das Auto angeht, weil ich vorher DS sehr wenig gefahren bin, Citroën sowieso. Bis ich das gefunden habe, dass der Anlasser hier oben zwischen den Lüftungsdüsen ist, verging tatsächlich eine Zeit. Jetzt weiß ich's. Und darüber dreht sich dann die Uhr schön raus und wir legen die erste Fahrstufe ein. Das geht alles richtig, richtig unkompliziert. Und gleich auf den ersten Meter merkt man, das Auto fährt sehr, sehr leichtfüßig, gerade auch hier über den gepflasterten Untergrund. Und jetzt hier im Komfortmodus, den habe ich gerade schon angewählt, weil ich in diesem Auto eigentlich fast nur im Komfortmodus fahre. Mit dieser Wippe hier rechts, die auch wieder in dieser Diamantoptik erscheint. Da spürt man eigentlich kaum noch was hier von den Fahrbahnbeschaffenheiten hier der Oberflächenstruktur. Ja, und die Sitzposition, die ist richtig gut. Die Sitze fühlen sich auch gut an. Und was man jetzt machen kann, wenn man das Fahrwerk schon auf Komfort hat, kann man hier im funktionalen Multimedia-Display auf die verschiedenen Funktionen hier... Jetzt, wieso geht das jetzt nicht? Es reagiert gerade nicht. Ah, jetzt reagiert es tatsächlich. Hätte ich aber erst gern die andere. So, normalerweise, das war normalerweise nie, dass es so lange gedauert hat. Jetzt kann ich hier aber zwischen zwei Funktionen wählen, zwischen My Kashmir und My Titanium. Durch vorher habe ich die programmiert und in Kashmir kann man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal auf Einstellungen gehe, die Lichtsignatur
des ganzen Armaturenträgers hier leider nicht wählen. Nicht so wie im Peugeot 508, wo dann hier Ambiente-Licht ist für das ganze Cockpit, sondern nur die Farben hier in den zwei Displays, hier links und rechts. Und ich kann hier wieder, analog des Peugeot 508, auch die Massage anwählen. Habe jetzt hier auf Catpaw die Massage gestellt und das ist echt angenehm. Es ist natürlich keine ergonomisch wertvolle und physiologisch wertvolle Massage, die man richtig von dem Physiotherapeuten kriegt. Aber es ist zumindest ein bisschen lockernd und ein bisschen Abwechslung bringt es auf jeden Fall hier rein. Ja, ansonsten, Sitzposition habe ich schon gesagt, richtig, richtig gut. Man hat eine wahnsinnig gute Übersicht, nichts Neues am SUV, klar, ist total angenehm. Auch wenn ich kein SUV-typischer Liebhaber bin, fühle ich mich hier echt wohl, weil die Verarbeitung ist einfach gut. Hier oben ist alles weich, es ist kein Hartplastik, hier sind schöne Lederelemente. Allerdings, klar, mit der Opera-Ausstattung habe ich schon vorhin gesagt, 7.500 Euro kostet das Ganze, da ist alles hier komplett beledert dabei und auch dieses komplette schwarze Leder dabei, als auch diese Ledereinheiten hier an den Seiten. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man ein schickes und ein edles Auto haben möchte und natürlich ist die Uhr auch bei diesem Paket dabei. Assistenzsysteme, ganz wichtig, haben wir im Peugeot 508 mit gleicher Technik auch so gehabt. Allerdings sind die Schalter hier unten ein bisschen versteckt. Das heißt, man muss während der Fahrt, wenn man den Linienassistenten ausschalten möchte, muss man hier ein bisschen runterlugen und dann natürlich sieht man komplett die Straße nicht mehr und muss dann lange drauf bleiben und dann deaktiviert man den Lane Assist. Dann kann man frei fahren, ohne dass er einen immer wieder korrigiert. Aber ich aktiviere ihn ja jetzt gerade wieder, weil ich hier zeigen möchte, dass es funktioniert. Und links daneben ist auch der automatische Spurhalteassistent, der funktioniert nur in Kombination, ganz genauso wie beim Peugeot 508, auch mit dem Regler, mit dem ACC-Regler. Den stelle ich jetzt mal auf 103 km/h ein, weil hier 100 km/h ist. Und jetzt kann ich hier wieder teilassistiert fahren. Das macht er auch gut. Das macht er ganz genauso gut wie auch der Peugeot 508. Der bleibt da wirklich in der Mitte und pendelt nicht zwischen links und rechts. Allerdings muss ich sagen, das Auto hier hat manchmal eine Spur nicht so gut erkannt wie der Peugeot 508, dies tat so konsequent gut. Heute Morgen zum Beispiel hat es mich auf eine andere Spur plötzlich geleitet, da machte das Lenkrad eine relativ spontane Bewegung. Das war das einzige Mal, aber auch nur, dass ich das hier gemerkt habe und gesehen habe. Ja, Assistenzsysteme haben wir auf jeden Fall alles, was das Herz begehrt, optional natürlich. Und wir haben auch hier wieder ein Nachtsichtgerät, einen Nachtsichtassistenten drin, der dann hier in das Display gezeigt wird. So, wenn es jetzt auf die Autobahn geht, hier die Kurve, da merkt man gleich, auch wenn ich nicht schnell fahre, die Karosserie wankt schon sehr, sehr stark im Komfortmodus. Deswegen kann man hier jetzt auch mal umstellen in den Sportmodus. Nach oben, Sport, genau, dann ist hier Sport angewählt. Dann wird das ganze Fahrwerk deutlich straffer. Die Lenkung wird deutlich straffer. Der Motorsound, der Soundgenerator, der hört ein bisschen sich an, wie als wäre es ein Sportmotor unter der Vorntaube. Jetzt kann man hier ein bisschen Gas geben. Ich kann hier auch auf Manuellmodus schalten, ganz genauso auch wie im Peugeot 508. Und jetzt hier mit den feststehenden Pedals hinterm Lenkrad manuell die Gänge einwählen. Wenn wir im Sportmodus sind, auch gleich zum Verbrauch. Wir haben hier einen Verbrauch, Testverbrauch war ungefähr bei 7 Litern. Wenn man viel Landstraße fährt und weniger Autobahn, dann kann man das auf jeden Fall auf 6,4, 6,3 runterdrücken. Aber man sollte sich auf einen Verbrauch von ungefähr um die 7 Liter Diesel einstellen. Das ist in Ordnung. Das passt auch gerade für so ein 1,5, 1,6 Tonnen schweres SUV mit Vorderradantrieb nur. Das ist alles in Ordnung und geht so klar. Ansonsten, auch hier auf der Autobahn, wir können es leider nicht schneller fahren, aber jetzt kommt eine Baustelle. Das ist tatsächlich sehr interessant. Wenn wir jetzt mal probieren, ob das Auto auch die Baustellenlinien erkennt und problemlos in die Baustelle einfährt. Ich stelle den Regler ganz normal auf 101 und jetzt warten wir mal ab, wie das Auto sich hier verhält, hat die Spur erkannt. Jetzt kann ich hier wieder das Lenkrad locker lassen. Wir haben ja auch wieder kein kapazitatives Lenkrad, sondern sind hier ganz normal
Das Lenkrad misst die Bewegungen an der Lenksäule. Das mit dem kapazitativen Lenkrad kommt erst noch in naher Zukunft. Ja, jetzt mal sehen, ob das hier alles funktioniert. Wir haben ja auch eine Geschwindigkeitserkennung und auch die Kamera hier oben, die dient nicht nur der Geschwindigkeitserkennung, sondern auch der Fahrwerkseinstellung im Normalmodus. Das heißt, die scannt vorher die Straße ab und lässt dann das Fahrwerk daraufhin reagieren. Auch hier haben wir wieder das 80er-Schild. Jetzt bleibe ich lang auf der Memory-Funktion und jetzt kann sich das Auto automatisch mit diesem Regler hier adaptieren an die 80 km/h. So, jetzt fangen die ersten gelben Linien an. Das Auto fährt ein bei 60 km/h jetzt. Okay, muss ich ein bisschen runter. Und jetzt beschwert sich schon mit den Linien, aber ich hatte auch nicht. So, jetzt mal mit der Linie, mit der weißen Linie, erkennt das. Er erkennt die gelbe Linie, er fährt die gelbe Linie nach. So ganz traue ich dem Ganzen noch nicht, aber doch, es passt. Müsste passen. Also ein halber Baustellenassistent, der entweder jetzt auf gut Glück funktioniert hat oder wirklich immer funktioniert. Aber ich hatte auch in meiner Zeit keine großen Probleme, damit durch Baustellen zu fahren. Teilassistiert. Ja, genau, er erkennt es. Er orientiert sich jetzt an den beiden gelben Linien. Würde er sich nämlich an der weißen da drüben orientieren, wäre er noch weiter nach links. So, jetzt fährt er hoffentlich nicht in die Barken, sondern fährt da vorbei. Ja, genau, er kennt es. Oh, nein, okay, er kennt es nicht ganz. Also die weiße Linie hat er jetzt wieder ein bisschen überinterpretiert. Hätte sich eigentlich länger an die gelben Linien hängen sollen, hat er nicht gemacht. Also immer merken, in der Baustelle lieber die Hände am Lenkrad lassen, sonst hat man vielleicht eine böse Überraschung. So, jetzt fahren wir wieder die normale Landstraße über Land. Übrigens, Geschwindigkeiten sind ganz genauso hier mit dem DS7 Crossback. Geschwindigkeiten über 160 sind hier mit dem DS7 Crossback im Komfortmodus ebenfalls schwierig. Haben wir jetzt gerade nicht gemacht. Aber man merkt im Komfortmodus auf jeden Fall, wie das Auto extrem versetzt ab 150 km/h. Und da sollte man, habe ich im Peugeot 508 auch gesagt, auf jeden Fall den Sportmodus oder zumindest den Normalmodus anwählen, wenn man denn solche Geschwindigkeiten auf der Autobahn fahren möchte. Und wenn man nicht zu schwammig unterwegs sein möchte. Also das Fahrwerk schön und gut, aber für Geschwindigkeiten oberhalb ist es ein bisschen zu krass und zu lommelig. Insgesamt schwebt man natürlich in diesem Fahrzeug. Das ist richtig, richtig gut gemacht. Wenn einem das auf den Keks geht, kann man auch auf die Sportadaption schalten. Und dann ist es relativ stramm, das Fahrwerk. Auf Luftfederung, alte DS-Tradition, verzichtet DS hier, Citroën, weil teuer anfällig, vor allem bei Citroën anfällig. Und mit den adaptiven Reglern lässt sich sowas echt gut mittlerweile lösen. Das passt auf jeden Fall. Bisschen ungewohnt ist natürlich die Fensterheber hier in der Mitte, auch wenn die extrem schön gemacht sind, extrem hochwertig gemacht sind hier, richtig gut gemacht, aber es ist einerseits teuer, die in die Mitte zu legen und nicht direkt hier links an die Fenster und zum anderen ungewohnt, weil es kaum jemand macht in der Automobilindustrie. Das heißt, die meisten machen die Fensterheber dahin, wo auch das Fenster ist, weil es günstiger ist. Das ist halt cool, aber jedes Mal, wenn ich hier Fensterscheibe runter mache, McDrive oder so, fahre ich nicht, aber keine Ahnung, utopisch jetzt, dann nervt mich das, beziehungsweise muss ich mich jedes Mal dran denken, dass ich hier die Fensterheber bedienen muss. Eine Sache, aber gut, an die gewöhnt man sich, wenn man das Auto länger als 2 Wochen fährt. Und noch eine zweite Sache, das machen wir jetzt ganz schnell hier auf der rechten Seite, damit man das auch noch sieht. Kann man hier mal beim Volkswagen-Händler in Wolfsburg einparken. Der freut sich ganz besonders, vor allem die Kamera freut sich hier hinten in dem Rumgefliege. Aber hier sieht man mal die Rückfahrkamera und die Qualität ist tatsächlich nicht auf Luxus Klasse Niveau. Das ist ein bisschen schade. Gut, ich habe jetzt mehr auf die Kameras geachtet und ja doch, nee, kann ja schon noch einparken. Sehr gut. Also man sieht hier, ist zwar eine Surround-View-Kamera, aber die Qualität ist schon ein bisschen pixelig. Da kann man nicht wahnsinnig viel erwarten.
das ist immer noch eine nicht so Top-Qualität ist. Man muss sich auch noch was übrig lassen für die Facelifts dieser Welt. Ne? Schön, vor allem wenn man hier gerade an der Ampel steht, sieht man das Dach, das Panoramadach, kostet 1.700 Euro Aufpreis, aber lohnt sich, weil es natürlich dieses ganze Interieur nochmal deutlich, deutlich schöner und luftiger macht. Und man kann natürlich auch hier ein automatisches Rollo vorfahren lassen. Ich weiß nicht, ob es die Kamera hier sieht. Dann ist es alles hier abgedunkelt und man kann das natürlich alles komplett, also das erste Element, aufmachen. Das ist richtig gut. Eine Sache, die ein bisschen verwirrend ist, sind die Lampen hier oben, die sind berührungsempfindlich. Das ist zwar ganz cool, man muss einfach nur mit der Hand davor gehen, so. Total, nicht mal berühren, also bewegungsempfindlich. Aber wenn man hier das Dach aufmacht, kommt man automatisch da dran und dann sind die immer an. Also, kleine Sache, was nicht so wahnsinnig perfekt ist, was cool gemeint ist, aber in der Ausführung dann manchmal ein bisschen nervt, weil man dann hier dran kommt und dann einzeln manchmal ausmachen will, dann gehen andere wieder an und so. Passt schon, aber ja. Gerade weil es in der Dunkelheit noch besser ist und noch kontrastreicher ist, dieses Welcome-Szenario hier von dem DS7 Crossback, die wie Diamanten sich die einzelnen Elemente hier nacheinander drehen und es einfach so zum Glitzern bringen. Das ist kaum ein Auto, das ich gesehen habe, das ich gefahren bin, das so konsequent einfach ein Thema durchgezogen hat. Das gefällt auf jeden Fall an diesem DS7 Crossback. Fahrdynamisch ist er okay. Er fährt halt wie ein Cruiser und er fährt wie eine Sänfte, wenn man das will. Und wenn man das nicht will, kann man in Sportmodus schalten und dann ist es relativ sportlich abgestimmt mit den adaptiven Dämpfern hier. Auch wenn aus diesem Auto kein Sportler wird, man merkt deutliche Karosseriewankungen, Schwankungen, Wankbewegungen. Das kann dieses Auto nicht kaschieren. Auch diese Unruhe im Komfortmodus, Abgeschwindigkeiten oberhalb der 150 km/h, muss man ein bisschen aufpassen. Da können andere Hersteller deutlich bessere, stabilere, spurstabilere SUV bauen, die dann wirklich auf der Autobahn ruhiger fahren als dieses Auto hier bei Geschwindigkeiten oberhalb der 150 km/h. Alles, was bis dahin geht im Komfortmodus, ist in Ordnung. Dann muss man in den Sportmodus wechseln. Ja, das Auto ist auf jeden Fall richtig schön, ist eine Augenweide. Und klar, manche Armaturen im Interieur, die sind nicht so wirklich funktional, vor allem nicht an der richtigen Stelle, aber das Prinzip dieses Autos ist einfach Schönheit, das Prinzip dieses Autos ist einfach Diamantoptik und das kann er richtig gut und das gefällt mir auch an diesem Auto richtig gut. Wenn Sie es bis hierhin geschafft haben, dann danke ich Ihnen dafür und vergessen Sie nicht auch da unten zu abonnieren, dann können wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen.